Herzlich willkommen zu Part 40 von Let's Play die Sims 3 Legacy Challenge. Wir sind hier zurück bei Familie Baker. Und ich dachte mir, ich filme heute mal wieder mit Facecam, weil ihr das in letzter Zeit richtig, richtig krass feiert. Also auch das CC Shopping Video habe ich ja auch mit Facecam gefilmt und das fandet ihr sehr cool. Deswegen, ja, mache ich das jetzt öfters, wenn ich einigermaßen präsentabel aussehe. Und ja, ich bin noch nicht so lange wach. Wir haben gerade, oh, wir haben schon 10 vor 10, also morgens, ne? Ja, ich habe gerade hier gefrühstückt und irgendwie ist die Zeit jetzt schnell rumgegangen. Naja, auf jeden Fall haben wir 10 vor 10 und ich bin endlich wieder hier zurück bei Familie Baker. Ich habe sie wirklich schon sehr vermisst. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, fast 2 Wochen oder so keine Legacy Challenge aufgenommen. Und ja, jetzt sind wir aber endlich wieder zurück. Familie Baker ist wieder zu Hause und mein Spiel leckt direkt. Ich habe es extra lange laden lassen, damit es nicht leckt. Auf jeden Fall haben wir ja einen kleinen Familienurlaub in Paris gehabt und dort haben Simon und Ellie ja dann auch geheiratet und es war einfach nur wunderschön. Und ich glaube, ja, heute ist der erste Tag des Frühlings. Das ist ja auch sehr schön. Ja, deswegen wird der Schnee dann wahrscheinlich auch gleich abhauen. Ach ja, wir haben ja morgens, wir müssen ja gar nicht schlafen gehen. Das irritiert mich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wir... Oh nein, wir können sie nicht ersetzen für 250 Simoleons. Keine gute Idee, denn dann haben wir nur noch 25 Simoleons. Dann muss jetzt mal jemand hier rankommen, das kannst du jetzt mal machen. Simon, obwohl er ist ein alter Oppi. Nee, Aiden, du bist Erfinder, du kannst jetzt mal hier ruhig das Klo entstopfen. So, Erwin... Er möchte seiner Affäre aus dem Urlaub einen Liebesbrief schicken. I don't know if we do that. Ich hab dieses Haus irgendwie total satt, ne? Aber noch können wir hier nicht viel machen, weil wir einfach nicht das Geld dazu haben. Deshalb muss Ellie jetzt unbedingt hier weiter an ihrer Dingskarriere auch arbeiten, also an ihrer Malereifähigkeit. Denn damit kann man eigentlich sehr viel Geld verdienen. Du wirst jetzt nicht dazu sehen. Christopher spielt hier gerade mit seiner Figur. Au, oh, und ja, er kann ruhig mal mit seinem Daddy ein bisschen interagieren. Ich muss mal kurz den Ton ein bisschen leiser machen. Das ist immer so ein Problem. Ich glaube, ich habe euch das ja schon mal gesagt. Diese Kopfhörer, die sind irgendwie ein bisschen lauter als mein Headset. Mein Headset ist jetzt gerade irgendwie auch ein bisschen kaputt. Ich weiß nicht, was da jetzt los ist. Und Milo hat Ellie ins Herz geschlossen. Wie süß. Wie süß. Wer ist denn jetzt noch draußen? Ach, Ben. Ja, dann geh doch ruhig mal. Obwohl, du musst nicht mit ihm spazieren gehen, aber beschäftige dich auf jeden Fall mit ihm. Bleib hier, Milo. Bürste ihn mal. Und was können wir ihn lauter... Ach, pfff. Juckt uns gar nicht. Und dann gehen wir mal ein bisschen mit Leckerchen und was können wir noch machen? Oh nein, nicht das Haus bewachen, sondern einfach ein bisschen reden und ein bisschen streicheln. So, das sollte reichen. So, hast du ihm, hat er dir einen Witz erzählt? Hervorragend. Ich möchte einfach, dass die Familie wieder besser befreundet ist. Oh, ich muss noch, ich sehe gerade, oh, macht hier, baut einfach mal einen Schneemann zusammen. So, ich muss noch hier die Weihnachtsdeko entfernen. Ich weiß gar nicht, ob ich sonst noch irgendwas habe, aber ich glaube, das war's. Nope, that's it. Okay, perfekt. Dann habe ich keine Weihnachtsdeko mehr. Ich fühle mich irgendwie so sanft. Wisst ihr, was ich meine? So, weil ich noch so verschlafen bin, bin ich so sanft. So sanfter als sonst. Sonst bin ich immer so laut und quirly. Und jetzt bin ich das so müde. Und ich habe übrigens gerade auch mein, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, meinen neuen Merch-Hoodie an. Also von der neuen Merch-Kollektion. Und ich liebe ihn. Und damit habe ich gerade auch ein Instagram-Bild gepostet. Und es ist voll cool. Und ich bin einfach verliebt in meine neue Kollektion, wenn ihr sie auschecken wollt. Ne? Link ist in der Infobox. Ich finde es einfach super cool. Und Epster hat mir ein riesengroßes Paket geschickt. Oh, als ob. Wir haben ein riesengroßes Grundstück. Und dazu werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen ein Video machen. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Oh, guckt euch diese Cutie-Petudis an. Wenn ihr wollt, ihr zwei Süßen, könnt ihr eigentlich auch mal was zusammen machen. Einfach so Christopher und Simon. Wollt ihr ins Kino gehen? Yes! Und zwar geht ihr in Schimmel im Weltall. Warum können wir die Badens mitnehmen? Sind die da auf dem Grundstück oder was? Nee, wir wollen mit Christopher! Bye, bye! So, die gehen jetzt ins Kino. Das finde ich nämlich ganz, ganz süß. Und er möchte Milo streicheln und Poppy. Was ist Poppy eigentlich? Poppy, was...
Oh mein Gott, wieso regnet es denn jetzt? Poppy, was machst du mit deinem Leben, hä? Was ist euer Problem? Hä? Hm? Und er möchte Wauzis Wegbegleiter. Hm, ich glaube nicht. Aber er möchte fahren lernen, wow. Okay, Ben, du, ist sie schon erwachsen? Nein. Du rufst jetzt mal sie an und schickst ihr eine freundliche Textnachricht. Und vielleicht will sie ja sogar nach ihr Hause kommen. Vielleicht will sie nach ihr Hause kommen. Alles gut bei dir, Aiden? Alles gut. Bring mal hier die Teller weg. Do it. Oh mein Gott, der Schnee schmilzt. Oh, rest in peace. Rest in peace. Schnee. Bis zum nächsten Jahr. Wie lange habe ich nochmal eingestellt? Ja, mal 7 Tage. Okay, und Aiden, du musst jetzt mal... Oh, stimmt ja. Ich habe ganz vergessen, dass wir so gut mit Kara Becker befreundet sind. Aber er wünscht sich ja auch noch... er müsste jetzt theoretisch noch mit 4 Sims an 4 verschiedenen Orten ein Gleichgewicht haben. Sollen wir es einfach bei Kara Becker probieren? Wir laden sie einfach irgendwo hin ein und dann probieren wir das Ganze doch mal. Ich hoffe, sie ist nicht schon wieder schwanger. Das ist ja bei ihr keine Seltenheit. Oh, Ellie! Ja, geht mal hier in dieses Kaffeeampul. Da ist keine Möglichkeit zum Techtelmächtchen. Dann gehen wir... Wo ist ein... Guck mal, soll man ins Schwimmbad gehen? Da kann man bestimmt... Das ist bestimmt eine Dusche oder so. Obwohl, in der Dusche waren wir ja jetzt. Wo könnten wir hin? Wir können auch einfach hier... Oh, das ist die Schule. Ich dachte, das wäre das Museum oder so. Dann gehen wir einfach... Oh Gott. Warum... Nina, warum tust du dich immer so schwer? Dann gehen wir hier in Red Flame Bar und Grill. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, rumzutechtelmechteln. Aber das werden wir ja dann sehen. Nicht wahr, meine Lieben? Nicht wahr. Ellie, geh jetzt einfach aufs Klöschen. Oh, das Spiel will die ganze Zeit, dass ich das ersetze, aber es geht nicht. Ich kann nicht. So, mach Pipi. Und danach malst du hier bitte weiter. Danke. Okay. Hat sie zugestimmt? Habe ich irgendwie gerade gar nicht gesehen. Sie ist zwar mit Andre Baden zusammen, aber das macht ja nichts, ne? Guck mal, sie ist nämlich auch böse. Deswegen wird sie einfach eine ganz kleine, so eine klitzekleine Affäre mit Aiden haben. Und dann ist das Ganze gegessen. So, und Ben, du? Jenna, wenn du keine Lust hast, rüberzukommen. Okay, sie ist nicht zu Hause. Sad. Ja gut, dann halt nicht. Was? Wir müssen jetzt mal gucken. Was hat Ben denn eigentlich, was macht er denn so? Er ist ein Bücherwurm, Stubenhocker, Partygänger, liebt die Natur. Wollten wir ihn nicht schreiben lernen lassen? Yes. Nina, du bist einfach klasse, kannst dich an alles erinnern. Dann geh doch mal hier hoch und schreib ein wenig und bau einfach deine Schreibfähigkeit aus. Dann können wir nämlich deine Fähigkeiten auch noch ein bisschen steigern und das ist immer gut. Ich hoffe, ihr hört mich gut, weil irgendwie... Ach ja, weil ich... Ich habe meine Kopfhörer leise gemacht. Ach Leute, es ist einfach viel zu früh. Es ist viel, viel zu früh. I'm on my way. Is this Kara Becker? Yes, it is. She needs a big makeover. And this is what we do now. Okay. Sie kriegt jetzt ganz schnell ein Makeover, weil ich kann das nicht mehr ertragen, wie sie durch die Gegend läuft. Das ist einfach... Aber sie ist wirklich super hübsch. Also das muss ich sagen. Sie bekommt aber jetzt mal eine andere Frise. Wenn mein Spiel es denn dann lädt, weil das ist ja immer so eine Schwierigkeit bei mir. So, du kriegst jetzt mal so ein schönes Frisürchen. Nee, sowas steht dir aber eigentlich nicht so gut. Das Hochgesteckte steht dir eigentlich schon echt gut. Oder vielleicht so eine kurze Frisur? Cute! Mag ich! Oder sowas? Ja, damit sieht sie so... Unschuldig irgendwie aus, oder? I don't know. Also? Nee. Ich meine, wir müssen bedenken, sie ist schon keine Ahnung wie vielfache Mutter, ne? Sie hat ja, ich glaube, Zwillinge bekommen und hat sowieso schon ein Kind. Muss ich mal schauen, was da alles hintersteckt, wie viele Kinder sie gerade hat. Aber, ja.
Sie wird André Berger nicht verlassen, glaube ich. Mal schauen. Mal schauen, was der Verlauf so bringt, ne? Ich kann ja immer nichts garantieren. Das finde ich eigentlich... Ah, ich weiß nicht. Oder sowas? Das ist cute. Sieht halt nicht so Mama-like aus, ne? Aber macht ja nichts. Erstick doch nicht, Nina. No. Okay, wir nehmen jetzt einfach das hier. Und dann braucht sie Anziehsachen. Sie braucht definitiv Anziehsachen. La, 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 la. Wir haben jetzt Frühling. Das heißt, sie kann so ein süßes, frühlingshaftes Outfit bekommen. So was hier. Oder ist das so zu schick? Sorry. Aber gerade irgendwie was im Hals. So, das finde ich eigentlich sehr cute. Und das ist auch so ein bisschen erwachsen, sag ich mal, ne? Nehmen wir erstmal so. Vielleicht mit... Oh mein Gott, nicht... Nee. No. 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 So. Jetzt seht ihr auch mal meine Mimik. Wie scheiße ich immer aussehe, während ich meine Videos aufnehme. Das seht ihr ja normalerweise alles gar nicht, wenn ich ohne Facecam aufnehme. Vielleicht sowas, ja, das ist so... So sad. Das mag ich eigentlich. Ah, das ist eigentlich alles viel zu sommerlich. Wir haben Frühling, Nina. Manometer. Was nehmen wir denn? Sowas? Wenn ich die Farbe von dem T-Shirt ändern kann, ist das großartig. Denn das ist ein bisschen ugly. Oh. Okay, nehmen wir das. Ach, Nina, du bist ein Genius. Ein Genius. Hm? Machen wir das so hell, mintfarben. Und die Jacke ist super. Großartig, gefällt mir. Hose. Ich mache jetzt nicht alle ihre Outfits, aber zumindest, dass ihre Alltagskleidung einigermaßen in Ordnung aussieht, weil... No, no. Das ist schon okay. Es ist kein Sim, mit der ich jetzt spiele. Nina, gib dir nicht allzu Mühe. Das ist wirklich so ein ganz großes Problem von mir. Dass ich mir einfach dann zu viel Mühe gebe. Und dann sitze ich hier stundenlang rum. Sie kriegt einfach so Ballerinas. Aber nicht in Rot. Sondern in... Ich möchte Black. Schwarz wie ihre Seele. So, und die Sohle wird auch schwarz. So, super! Dann gucken wir noch eben mal die Abendkleidung an. Ganz kurz. Obwohl die uns eigentlich auch nicht zu jucken hat, aber wenn ganz schlimm ist, dann ändere ich sie. Yep, sie wird definitiv geändert. Girl. Was kriegt sie denn? Sie kriegt so ein Kleidchen. Wie, die Musik ist laut. Ist sie laut? Ja, sie ist laut. Es ist wirklich einfach schlimm. Es tut mir sehr leid. Normalerweise cutte ich halt sowas mal raus, aber wenn ich das alles rausschneide, dann muss ich auch die Facecam rausschneiden. You know? Solche Schuhe kriegt sie einfach. Nicht oh, in schwarz. Ich sag doch, alles soll schwarz sein. Okay, so. Und noch ganz kurz ihre Outdoor-Kleidung. Und den Rest lasse ich, okay? Ich verspreche. I promise. Halleluja. Jetzt bin ich wach. Was kriegt ihr denn? Eigentlich könnte sie auch einfach nur so einen Pulli anziehen, weil ich meine, es ist Frühling, aber damit sieht es irgendwie unselig aus, ne? Ihr habt ja recht. Okay, dann kriegt sie so eine Jacke. Oh, I like the color combination. Dann kriegt sie nur noch eine andere Hose. Eine Highwaist, damit man diesen Bauchschlitz nicht sieht. Also, Girl, dafür bist du ein bisschen zu alt. Nee, aber was ist das denn? Manchmal habe ich hier Sachen, ne? Die Hose finde ich eigentlich gar nicht so uncool. Und das ist von Inselparadies, von diesem Pack, wo die gestrandet sind. Also dieses kostenlose Pack, was man sich runterladen kann aus dem Internet. Okay, wir lassen diese Books jetzt einfach, ich weiß, die nehme ich dauernd, aber wir lassen sie jetzt einfach.
So, und dann kriegt sie hier noch so, einfach mal so hohe Schuhe. Oder nee, sie kriegt so ein Kabuts. Yes, I like. Okay. Das war's. Kara Burger, jetzt siehst du ein bisschen besser aus. Warte, du Are you sagst. ready for your. Für dein Date mit unserem süßen Aiden? Okay. Oh, warum hat sie denn sogar ihre Abendkleidung an? Aber gut. Aber gut, aber gut, aber gut. Dann erzählen wir, wir machen einfach mal einen Witz über die Arbeit. Ich wusste nicht, dass sie zusammen arbeiten. Hä? Er ist doch auch selbstständig. Naja, egal. Egal, egal, egal. Okay, dann fragen wir, wir umarmen sie einfach nochmal. Oh mein Gott, ich war gerade so irritiert, weil hier eine andere Kara ist als da, aber alles gut. Do it! Oh, der Film ist zu Ende, wie schön. Habt ihr Hunger? Er ist natürlich schon wieder auf dem Weg nach Hause. Darf Christopher auch nach Hause oder muss er da bleiben? Er möchte Zauberprofi werden. Oh mein Gott, das ist so süß! Das ist so süß! Vielleicht können wir ihm das erfüllen. Naja, soll ich es jetzt einloggen oder nicht? Ich weiß nicht. Was hat er denn nochmal Sinn für Humor? Na, mal gucken. So, du musst echt mal. Du musst echt mal einen Kurs besuchen, wie man sich amüsiert. Das Diplom würdest du nach frühestens 4 Jahren erhalten. Bleib jetzt hier! Stay with me! Cause you're. Oh mein Gott, das war so ein riesengroßer Reinfall. Warum bist du denn so? Wir verfolgen sie jetzt. There she is. Wee. 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 Okay, was tut sie? Was tut sie nun? Okay, wohnt sie hier? Wohnt? Sie wohnt hier! Okay, wir kommen dich besuchen, Girl. Oh, Nina. Manchmal grenzt meine Art schon an Stalking, oder? Ja. Oh mein Gott, da liegt einfach ein Kind. Hallo, Kind. Bist du von Kara? Ja, Camelo. Hallo, Camelo. Das ist Camelo, meine Lieben. Nehme ich überhaupt noch auf? Hallo, hallo, ja, tue ich. Okay, du bist noch am Schreiben. Du guckst Fernseher. Okay, komm, wir loggen jetzt einfach Zauberprofi ein. Ich finde das voll süß. Wir spielen ja eh nicht mit ihm weiter, deswegen ist das dann nicht so schlimm. Der möchte gerne. Oh mein Gott, er möchte seinem Daddy ein Geschenk machen, aber er hat nichts zum Schenken. Deswegen ist es ein bisschen sad. Aber naja. So, wir nehmen jetzt einfach so das Kind und sagen dann so: Hi, Kara, ich habe eine Überraschung für dich. Mach das mal. Ach, das ist die U-Bahn im Spielmanometer. Ich dachte, was ist hier los? Wer kommt da? Wer kommt da? Oh, Kara. Oh mein. Alles okay? Alles gut, Girl? So, wir gehen sie jetzt einfach mal anflirten. Mit ihrem Baby auf dem Arm. Machen wir. Hi. Und? Und sie ist totally down, yes. Oh, es tut mir so leid, dass ich immer so switche zwischen Englisch und Deutsch. Das ist ganz schlimm, weil ich gucke halt voll viel. Nee, wir können ruhig weiter mal schneiden. Ich gucke halt voll viel englische Let's Plays. Und dann übernehme ich irgendwie immer so Sachen. Ich kann da nichts für. Es tut mir sehr leid. Wenn euch das sehr stört, dann schreibt mir das gerne. Dann versuche ich das zu unterdrücken. Okay, wir werden sie jetzt verliebt umarmen. Und dann, oh mein Gott, und dann können wir Techtelmechtel im Aufzug machen. Happy Dance, mein Happy Dance, mein Happy Dance, do it. Tu es. Und dann machen wir noch, warte, wir flirten mit ihr nochmal kurz. Und dann küssen wir sie einfach überschwänglich. Ich traue mich nicht. Und wir tun das lieber nicht. Wir machen ihr noch ein Kompliment über ihr Aussehen und über ihren Charakter. Und dann können wir sie vielleicht überschwänglich küssen. Ich weiß nicht, wie sie das finden wird, aber wir werden sehen. Mein Gott. Aiden ist voll drinnen, ne, in seiner Affären-Dings. Aber das ist ja nur vorübergehend. Der ist einfach so ein bisschen in der Midlife-Crisis, weil er immer noch ein bisschen trauert wegen Jamila und so. Das setzt ihm alles noch zu. Aber am Ende wird er seine große Liebe finden. Okay.
Okay, er wird seine große Liebe finden. Oh mein Gott. Oh mein hi, der Witzka. Und? Yes! She likes it! Yay, yay, yay! Okidoki. Ran an den Speck. Wir machen natürlich risikoreiches Techtelwechtel, weil you know how we are. So. Los! So, ab in den Aufzug, ihr Lieben. Aiden, geh einfach in den Aufzug, hör auf, dir dein Wasser aus dem Kopf zu schütteln. Ich glaube, ich spinne. So, ab in den Aufzug. Da ist der Aufzug. Da ist er. Woo! Oh, 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 what am I doing? Oh, ich dachte kurz, ich wäre verschwunden. Oh mein Gott! Numero dos! Numero dos! Und das Kind so liegt da! Oh mein Gott, das arme Kind, das wird sein Leben geschädigt. Tschüss, Kara, das war's. Jetzt muss ich leider dich fragen, einfach nur mit dir befreundet zu sein. Okay, danke schön. Oh mein Gott, Ellie's Gemälde, 682 Simoleons. Du bist der Kracher-Girl. Ja, es tut mir sehr leid, aber es passt einfach nicht zwischen uns. Du hast einfach zu viele Kinder. Oh ja, ist ja gut. Also raste nicht gleich so aus. Kann ich ja jetzt gar nicht nachvollziehen. Und du gleich so ausrastest. So, wir gehen nach Hause. Aiden Baker hat sich mit Kara Berger geeinigt, Freunde zu bleiben. Ich glaube nicht, dass das eine Einigung auf Freunde war, aber okay. Wow, Ellie, du hast Talent. Okay, wir verkaufen das auf jeden Fall. Und piu, da ist unser Money. Money in the Bank, okay. Und dann, oh, ach so, ich dachte, der hat irgendwie hier jemanden ins Bett gebracht, aber hat er nicht. Okay, und dann kann Ellie jetzt mal hier für die ganze Family, was gibt's denn noch im Kühlschrank? Nee, alles eklig. Für die ganze Family kann sie mal, was könnten wir tun? Kann sie klebrige Carbonara kochen, weil das hatte ich lange nicht mehr bei Sims. So, und auch nicht in echt. Das hat Fleisch dran. Sad. So, ein trauriges Leben. Spaß. So, räumt jetzt mal bitte jemand hier die Teller weg. Ich krieg die Krise. Und Christopher, du tropfst. Okay? Wisch die Pfütze auf. Du tropfst. Warum haben wir eigentlich immer noch ein Töpfchen da stehen? Verstehe ich nicht. Und kann das jetzt mal weggehen? Das haben wir ja schon eingeloggt. Wo bist du? Oh, du bist immer noch am Schreiben. Okay, jetzt musst du ganz dringend pieseln. Dann tu das am besten. Hunger hast du auch. Da kommt es ja wie gerufen, dass deine Mutti am Kochen ist. Oh, guckt euch das an. Okay, Simon, wenn du fertig bist, dann mach das Waschbecken sauber. Weil es sieht wirklich... Nein, du kannst jetzt leider nicht auf Toilette gehen. Sieht wirklich widerlich aus. Mach sauber. Mann, treib mich nicht in den Wahnsinn. Mach einfach sauber. Okay? Thank you. Thank you, thank you, thank you. Wann wird Christoph, ach Ben, zum Erwachsenen? In 3 Tagen. Okidoki. Ist das Klo schon wieder? Ich raste aus. Warum kann ich nicht einfach irgendwann passieren? Funktionieren, wollte ich sagen. Du bist oben auf Toilette? Sehr gut. Dann kann Simon jetzt halt hier dann unten auf Toilette gehen. So. Oh mein Gott. Ellie, du kochst jetzt weiter. Ich reiß dir den... Nein, natürlich nicht. So, und Aiden, du kannst, solange du noch hier rumstehst, kannst du erfinden gehen. Geh erfinden. Denn wir müssen die Fähigkeit weiter ausbauen, wenn du hier noch weiterhin Geld verdienen willst. Weil, so wie es aussieht, ist es nicht gut, was du tust. So, Simon, wo bist du? Ja, was machst du denn da draußen? Du sollst hier drin auf Toilette gehen. Ich glaube, ich spinne. Geh rein. Hund, auf Seite. Entschuldigung, Milo, das war nicht so gemeint. Christopher, was hast du denn jetzt vor? Also, ja, gerade den Bauch von Milo ruhig melken, könnt ihr ruhig machen. Simon. Ach,
Okay, ich dachte, kein Schlafzimmer. Ich unterschätze meine Sims, ne? Ich bin immer so böse zu dir. Ja, lass uns doch einfach mal. Okidoki. Yes. Yummy. Yummy. Okay, und jetzt darfst du alle zum Essen rufen. Kommt futtern, hör auf. Und du gehst auch nicht an den Kühlschrank. Yay. Und du isst nicht nochmal das. Oh. It is Pasta Night. Oh, ich habe jetzt auch Hunger. Obwohl ich gerade hier noch... Ich habe hier noch meine Schüssel von meinen Frosties stehen. Denn bei mir gab es sehr nahrhafte Frosties zum Frühstück. So, nehmt euch alle einen Teller. Ellie ist schon fertig. I love it. Hallo. Setzt euch einfach hin. Setzt euch einfach hin und seid alle still, okay? Okay, Aiden ist auch im Stehen. Ach, diese Sims, die treiben mich in the Wahnsinn. In the Wahnsinn. So. Und dann mache ich jetzt Pause. Und beende diesen Part. Wow, das war ja sehr spannend von mir. Nee, aber ich beende jetzt den Part an dieser Stelle. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Es war mal wieder so ein bisschen ein chilligerer Part, aber ich möchte einfach, dass Aiden jetzt so, ja, seine Phase überwindet und seinen Lebenswunsch erfüllt bekommt und dann seine ewige Liebe finden kann und seine Legacy jetzt starten kann. Vielleicht dann auch selber irgendwann mal seine Kinder bekommt. Und wie immer, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch noch für dieses Let's Play wünscht. Und der heutige Kommentar des Tages kommt von Simfinity-Fangirl, cooler Name. Und sie hat geschrieben, ich schätze es eine sie, durch dich habe ich immer mehr Lust, Sims 4 zu spielen. Danke. Und so geht's mir auch. Also ich habe momentan echt richtig Bock auf Sims 4. Ich habe ja immer so meine Phasen. Ja, ich werde es bald nochmal probieren. Wenn Jahreszeiten kommt, dann kommt auf jeden Fall was Cooles mit Sims 4. Und die anderen Videos machen mir momentan auch richtig, richtig Spaß. Also so die Challenges und das CC-Shopping und so. Also, ja. Vielen Dank für deinen Kommentar und vielen Dank für deine Unterstützung und dass dein Name auf YouTube was mit mir zu tun hat. Und ja, falls ihr, wie gesagt, meinen Merch auschecken wollt, guckt in die Infobox. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und ich habe euch ganz lieb und tschüss. Mua!